Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast und Gesprächspartner und ihr euch auch. Das weiß ich ganz genau aus den Reaktionen der vergangenen Videos. Hier ist für euch Rainer Braun. Guten Morgen, Rainer. Moin, moin nach Hamburg. Ja, moin. 14 Tage sind wieder um. Jawohl. Noch pünktlich, noch halte ich mich an das 14-Tage-Raster. Mal sehen, wie lange wir das durchhalten. Ja, da bin ich auch gespannt. Vielleicht. Ja. Also ich habe heute, Entschuldigung, habe ich unterbrochen, was wolltest du sagen? Da kommt irgendwann die Sucht durch und du willst doch wieder wöchentlich was machen. Nein, ganz sicher dann eher dreiwöchentlich. Ich habe ja auch was zu tun, nicht? Mein Buch, das hält mich ja doch ziemlich auf Trab und da muss auch dran gearbeitet werden. Ich will ja mal irgendwann fertig werden. Damit. Ja, eben, die eben. Die scharren schon mit den Hufen und wollen schon gleich vorab Exemplare bestellen. Also, ja, zu Recht, so war es bei mir auch. Ich muss auch sagen, aber ich kann dich verstehen. Also ein Buch ist wirklich viel Arbeit. Ne? Bis man da die Texte fertig hat, das ist schon... Wenn ich nicht wüsste, dass du und auch diese vielen Fans Freude daran haben, dann hätte ich wirklich lange Pause gemacht, aber das kann ich ja niemand antun. Wir müssen ja weitermachen. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt auch genug auf den Boden geworfen vor dich. Ja. Also pass mal auf, als allererstes, bevor wir loslegen, muss ich eine Korrektur anbringen. Oha, und zwar was? In Sachen Lothar Pinske hatten wir das letzte Mal dran. Ja. Gab es auch ganz viele nette, liebe Reaktionen. Einen Fehler habe ich eingebaut, nämlich das Treffen der Altladies. Ja, Ladies dieses hier. 82 bis 85, die sich dann nochmal 30 Jahre später getroffen haben am Nürburgring. Ja. Da habe ich gesagt, das hätte der Lothar Pinske organisiert. Das ist falsch. Und da hat sich natürlich gleich der gemeldet, der es wirklich organisiert hat, nämlich einer der alten übrig gebliebenen Mechaniker und Mitglieder des Ford-Werksteams, des Originalwerksteams aus den Jahren, der Heinz-Jürgen Galbas, der hat nämlich dann auch den Verpflegungskarren, also diesen Truck und die Heimat der Ladies chauffiert, der an jeder Rennstrecke stand, war ein Riesenteil, gab es vorne was zu essen, hinten war Umkleide. Und er war der Chauffeur, ist ja ein Traumjob eigentlich. Ja. Und, lebt längst im Ruhestand, hat mehrfach auch schon Treffen mit Altmechanikern aus der Rennabteilung organisiert, zuletzt an der Pferderennbahn in Köln. Tolle Geschichte, waren fast 60 Leute da. Also Heinz-Jürgen Galbas ist der Organisator. Alles, was dazu zu sagen ist, habe ich jetzt in Ordnung gebracht. Ehre, wem Ehre gebührt. So, und ein alter Ford-Rennmechaniker, das klingt ja nach einem neuen Gast für mich eigentlich. Da muss ich ja mal Kontakt aufnehmen. Ja, mit dem kannst du gerne reden. Der hat viel zu erzählen. Gib dir gerne deine Kontakte. Also Rainer, vielen Dank. Ich habe übrigens jetzt auch noch was. Ich freue mich ja immer, wenn ich mal was habe. Und zwar hat mir einer geschrieben namens Zille. Mal gucken, wie gut dein Gedächtnis ist. Sagt dir das was? Zille. Ich hab noch ein Foto. Hör mal, hat das was? DTM. Jetzt pass auf, ich habe das Foto dazu. Ja, schau mal hier. Schau mal. Ja, ach du meine Güte. Ich weiß, das war in unserer Dreisatz-Sendung. Ich kann mich jetzt erinnern und habe mich tierisch damals darüber gefreut. Müsste 94, 95 gewesen sein. Zille, ja, natürlich. Calibra begrüßt und mich als Reporter war ich also total stolz. Mein einziges Spannband oder mein einziges Banner, was ich je in der Fernsehübertragung zu meiner Person gesehen. Ehre, wem Ehre gebührt. Schau mal, was er mir geschrieben hat. Hallo Carsten, ich habe gerade beim Aufräumen ein altes, selbst hergestelltes Banner wiedergefunden, das ich in den 90ern mit beim Eifelrennen dabei hatte. Das ZDF hatte es damals sehr schön eingefangen und Rainer Braun hat es in seiner Live-Reportage gewürdigt. Später in einem Dreisat-Porträt über Rainer Braun wurde dieses Bild nochmal gesendet. Stimmt. Schöne Grüße, ja, stimmt. Zille aus Moers. Ja, und wer ist Zille, weißt du das? Ja, das hat mich auch, habe ich auch nachgefragt, irgendwie habe ich mich bedankt. Und da hat er geschrieben, ah, Zille, was seid ihr, ist das irgendwie ein Fanclub? Und hat er geschrieben, nein, wir sind Frank und Ralf Zielinski aus Moers und waren seinerzeit leidenschaftliche DTM-Anhänger. Wir sind und waren nie ein Club, sondern nur zwei Brüder, und die das gleiche Hobby hatten. Ja, bravo. Also das waren auch große Opel-Fans, wenn ich das... Opel-Calibra-Fans, ja, und große Fans von dir. Ja, und Calibra-Fans, und das passt auch ganz gut zu unserem Thema heute, hat nämlich auch viel mit Opel zu tun. Denn, also vielen Dank für diese Überraschung, nette Erinnerung, das waren Zeiten. Ne? Zille, also, Mensch, da waren noch richtig leidenschaftliche Fans an der Strecke. Also Zille, in diesem Sinne, ich gebe es nochmal an dich weiter und ich hoffe, du siehst das hier. Das waren Zeiten, da hat der Reporter noch ein Betttuch an der Rennstrecke hängen gehabt. Ja, spannend. Ja, nicht nur an der Rennstrecke hängen gehabt. So. Das gibt es heute ganz sicher nicht mehr, das schwöre ich dir. Eher seltener geworden, das stimmt. Gut, also, das hat schon etwas mit Opel heute zu tun, und zwar sehr viel sogar, denn wir haben ja in unserer Serie
unvergessene Rennleiter, immer wieder neue Köpfe, die wir behandeln, teils lebend, teils nicht mehr lebend. Heute wieder leider einer, der nicht mehr lebt, denn wir reden heute über Klaus Steinmetz, Opel-Tuner, mit vielen, vielen Fans und einer großen Fangemeinde zu Lebzeiten und sicher auch heute noch. Steinmetz Opel, das war Kult. Wobei der gute Klaus Steinmetz, den ich hier mal mit einem Bild aus den 60er Jahren, Anfang der 70er Jahre vorzeige, der Klaus Steinmetz war natürlich nicht nur Opel, der hatte schon noch eine Vorgeschichte, das war ein Multitalent, der konnte ganz viel. Er war erstens mal bei Abarth in Turin, zu Zeiten der großen Sportwagen von Abarth und der kleinen Tourenwagen, war er Techniker und war Assistent von Carlo Abarth sowieso. Und dann war er bei BMW Rennleiter in Zeiten der Tourenwagen und der Formel 2. Dann war er als nächstes dann ist er erstmal Opel-Tuner geworden. Und zwar beginnend auch in den 70ern oder Ende der 60er. Das Ganze begann natürlich mit Kadett und dann kam Ascona und dann kam Commodore und dann kam dies und dann kam jenes. GT 1900 nicht zu vergessen, große Fangemeinde dafür. Ja. Steinmetz und Opel Tuning, das war richtig eine Hausnummer. So viel vorab. Wirklich eine Hausnummer, kann ich mich auch noch daran erinnern. Ja. Wir haben also hier den Klaus Steinmetz, der alles Mögliche gemacht hat und dann auch auf der Funktionärsebene, das muss man auch nochmal dazu sagen, hat er auch alles begleitet, was man begleiten kann. BMW-Sportpräsident. Er war FIA-Delegierter für die Sicherheit an den Rennstrecken und auch in der Technikkommission der FIA, war in der Sportkommission der ONS, so hieß das damals, heute heißt es DMSB, war im Übrigen auch verantwortlich für diese enge Schikane in Hockenheim auf der Ostkurve, an der Ostkurve. Die wurde ja irgendwann dann entschärft in einem ganz engen Schlängel. Da gab es einen riesen Zeter und einen riesen Zirkus und der wurde dann ein bisschen erweitert. Er hat ein bisschen eng gemacht am Anfang. Gut, also das ist der Klaus hier mit Carlo Abarth. Da haben wir den ganz eleganten Herrn rechts mit Einstecktüchlein, mit Krawatte, weißem Hemd, Sakko. So ist Carlo Abarth an der Rennstrecke aufgetreten und nebendran der rustikale Technikchef Klaus Steinmetz, der übrigens auch Rennfahrer war und zwar ein sehr erfolgreicher. Der hat an die 100 Siege, gerade in den 60er Jahren. Er ist für Abarth-Rennen gefahren im 2-Liter-Sportwagen mit dem kleinen 1000er TC. Mit dem wäre er um ein Haar Europameister geworden. Aber er musste sich dann natürlich als Abarth-Angestellter der Stallregie beugen und zugunsten des Giancarlo Baghetti. Der wurde dann Europameister und der Klaus Steinmetz wurde Vize. Sonst hätte es für einen Klaus gereicht. Aber das hat natürlich bei Abarth und Italien, da musste schon also auch der Italiener und so weiter. Natürlich. Ne? Ja. Klaus spricht übrigens und sprach übrigens und war also auch gerade, was die Vielsprachigkeit angeht, wirklich da in einer guten Position. Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch sowieso. Also da konnte ich mit jedem unterhalten. Okay, ja, das ist gut. So, hier sehen wir ihn mal in seiner Nebenbeschäftigung als Rennfahrer. Da war er auch gleichzeitig BMW-Sportchef und ist da mit dem Monti durch die Gegend gefahren. Am Berg und auch auf der Rundstrecke. Wenn ich das Bild hier sehe, würde ich mal auf Flugplatzrennen tippen. Könnte Innsbruck sein, könnte auch, nee, Aspern ist es nicht, so ein Gebäude steht in Aspern nicht im Hintergrund, also ist es eher Innsbruck oder sonst irgendein Flugplatzrennen, was weiß ich wo, entweder Österreich oder Deutschland. Ich weiß wirklich nicht, wo die Aufnahme entstanden ist. Das ist jedenfalls der Monti, der wie die Hölle ging, ein wirklich toller Sportwagen, den BMW gebaut hat. Dieter Quester ist damit oft unterwegs gewesen am Berg. Und obwohl er damit sehr erfolgreich war, hat Steinmetz immer gesagt, ich bin kein Quester. Ich fahre das Auto so gut es geht, aber ich weiß, es geht auch noch schneller. Aber dafür war dann der Herr Quester zuständig. BMW Monti. Ja, das Ding habe ich noch nie live gesehen. Habe ich noch nie gesehen? Nee. Also gesehen, glaube ich, auf Fotos schon mal, aber mit dem 8-Zylinder-Motor, das Ding muss wirklich... Ja, das Ding hatte schon was, gell? Der war ein Apfelbeck-Motor übrigens, gell? Okay. Ein Österreicher, der tolle Motoren gebaut hat. So ein Ding war da drin, ne? Hatte richtig Power, vor allem an der Kette. Gell? Sieht auch so aus. Ja, 400-500 PS werden es schon gewesen sein. Ne? Also, gut. So, dann machen wir mal hier weiter. So, also haben wir hier den Klaus Steinmetz mit dem Rolf Stommelen. Das ist aus dem Jahr 1967 ein Foto. Da war der Rolf gerade so im dritten Jahr aktiv etwa.
Und da haben die zwei miteinander parliert. Was auffällt, der Klaus Steinmetz hat immer auf fast allen Bildern eine dunkle Brille auf, mit Seitenschutz sogar. Ich habe ihn irgendwann mal gefragt, warum, wieso, weshalb, hat er mir gesagt, ich habe leider Gottes ein nahezu unheilbares Augenleiden, das kein Licht verträgt. Und deswegen hat er diese dunkle Brille immer auf mit diesem komischen Seitenschutz. Sieht natürlich nicht sehr lustig aus, aber er musste es tragen. Ja, ist verstehe. Aber in seinen letzten Lebensjahren hatte er wohl offenbar eine Operation gehabt, die ihn davon erlöst hat. Und dann hat er eine ganz normale Brille tragen können, also mit hellem Glas. Okay. So, jetzt gucken wir mal hier hin. Das ist das Jahr 1970. Da haben wir den Klaus Steinmetz bei einem der berühmten Opel-Markenrennen auf dem Nürburgring. Und zwar stehen da in der ersten Reihe die Steinmetz-Kommodore, die gefahren werden von Willi Kausen, die der Klaus Steinmetz da gerade begrüßt, und von Helmut Marko, dem heutigen Red Bull-Chef. Den sehen wir links. Die beiden haben das wunderbar geregelt für den Klaus Steinmetz. Im Hintergrund übrigens einer der Mechaniker. Der Klaus war irre stolz natürlich auf die erste Startreihe und die hatten das richtig gut im Griff. Und wie so ein Auto aussah, können wir uns auch gerne mal angucken. Da haben wir einen auf der Rundstrecke. Das ist 1970 in Mainz-Finden. Ist schon was Kräftiges, so ein Commodore. Ja? Der ließ sich auch wirklich wunderbar fahren. Ich weiß, wovon ich da rede. Ich habe das Ding nämlich auch bewegen dürfen. Ja. Wenn ich das hier so genau betrachte, sitze ich sogar selbst da drin, wie ich an dem Helm sehe. Okay, ja, wir haben ja drüber schon mal gesprochen, über die Autos, die du bewegt hast. Und ich mache ja gerade das Walter Röhrl Special. Und da ist gerade jetzt Teil 2 rausgekommen. Da geht es auch um seinen Start mit dem Opel Commodore oder der Kommode, wie sie es damals genannt haben. Ja, und für Rallyes war ein bisschen zu schwer. Ne? Hier haben wir jetzt als nächstes Foto nochmal ein Steinmetz Commodore. Das sieht mir aus nach den 24 Stunden Spa. Wenn ich das richtig beurteilen kann. Da liegt auch der Ölkühler schon außen. Und ich kann sagen, mit Zusatzkühler. Das könnte drin sitzen, entweder der Dieter Fröhlich oder der Gerd Schüler, irgendeiner von den beiden. Ah, okay. So, da haben wir nochmal einen Commodore. Und wenn ich da reingucke, das sieht jetzt wirklich nach, das sieht aus nach Gerd Schüler, glaube ich, wenn ich das so richtig sehe. Cooles Design. Das waren schon schöne und coole Autos. Super Auto. Ein cooles Design, so ein bisschen amerikanisch mit den breiten Backen und so, ne? Ja, also die Steinmetz-Commodore hatten richtig Power, lagen auch irrsinnig gut, hatten aber einen Schwachpunkt. Die Getriebe sind immer auseinandergeflogen, leider. Okay. Aber ansonsten Motoren eher selten. Und mit diesem Auto konntest du also wirklich absolutes Fahrvergnügen im Rennen haben, weil du konntest das Ding querstellen, wann und wo und wie du wolltest. Das hat alles gut funktioniert. Und die Leute hatten ihren Spaß und haben das natürlich genossen, wenn da der Rauch aufgestiegen ist. Ne? Ja, und bestimmt guter Sound mit den Sidepipes, oder? Ja, das Bild stammt nochmal von 1970, von der Nordschleife. Hier haben wir die beiden Steinmetz-Commodore in Führung. Wobei ich glaube, dass der Marko das Ding gewonnen hat und der Kausen ausgefallen ist. Okay. Was für ein Defekt, weiß ich nicht mehr. Aber es ist nur einer von den beiden angekommen. Und ich bin ziemlich sicher, der Marko hat dieses Markenrennen gewonnen. Das war auch einer seiner ganz frühen Erfolge nach der Formel V. Der Super V. Nee, Super V ist der Helmut nie gefahren. Aber Formel V und BMW, Alpina und Opel. Helmut Marko ist damals alles gefahren, was ihm vor die Flinte kam. Er hat mit allem gewonnen. Es gab nichts, was der Kerl nicht zum Sieg gebracht hat. Ja. Unglaublich. So, hier haben wir ein Bild, das ist eindeutig in Hockenheim entstanden, wie ich an dem Wald da hinten sehe. Ja. Das sind vier Sportchefs, vier Rennleiter, vier Männer, die im deutschen Motorsport wirklich Geschichte geschrieben haben. Jochen Nerpasch, ganz links. Damals, um diese Zeit, war er noch bei Ford. 1971, ja. Da war er noch Ford-Rennleiter und Sportchef. Daneben Burkhard Bovensieb, den haben wir schon behandelt, mit seinem Alpina-Rennstall. Dann Klaus Steinmetz und rechts vom Klaus Steinmetz der Hans-Peter Köppchen, BMW auch. Wir haben also hier zweimal BMW, einmal Opel und einmal Ford in diesem Viererclub. Die stehen da. Ich glaube, dieses Bild ist entstanden anlässlich des Akademischen in Hockenheim. Ja, okay. Die sind nämlich alle um die Zeit da gefahren. Steinmetz mit seiner Kommode, der Bovensieben mit dem Rolls-Royce, aber nur aus Lux und Dollerei. Ja. Der
Hans-Peter Köppchen mit seinem Auto und der Jochen Nerpasch mit dem Cabrio S. Ich erinnere mich noch sehr gut. Ich glaube, der Jochen hat es auch gewonnen vor dem Manfred Janke, wenn mich nicht alles täuscht. Was ist der damals gefahren? Schon Porsche? Nee, der ist... Bitte? Was ist damals Manfred Janke gefahren? Auch Porsche? Der war noch Journalist bei Automotor und okay. Sport. Okay, ja. Ja. So. Bringt auch bald ein Buch raus übrigens. Ja, das ist schon da, glaube ich. Ne? Sportwagen heißt das. Ja, genau. Manfred Janke Sportwagen. Glaube ich auch gut. Werden vor Büchern werden wir überhaupt nicht mehr zu was anderem kommen, vor lauter Lesen. Gell? Ich mache hier diese Oldschool-Videos. Wa? Bücher sind viel angesagter. So, jetzt haben wir aber hier nochmal diese wunderbare Pyramide von Rennleitern, die damals in Hockenheim entstanden ist, auch 1971. Da haben wir sie alle nochmal beieinander. Ich glaube, wir haben es schon mal irgendwann gezeigt, aber ich habe es halt im Verbund mit Klaus Steinmetz nochmal rausgesucht. Wir haben links Burkhard Bovensieben, ich nehme mal die obere Reihe. Dann haben wir den Ziggy Spieß. Wir haben des Weiteren den Helmut Hähn, Alpha-Vertreter. Wir haben, das ist der Gerhard Schneider in dem Mäntelchen. Dann kommt der Jochen Nerpasch mit der silbergrauen Jacke, dann Köppchen. Dann Erich Zarkowski in jungen Jahren, der wird demnächst mal, ja, der geht jetzt auf die 90, 88 wird er oder ist er. Ne? Hm. Dann unten links, Profi 7 hatten wir schon, Hans-Werner Aufrecht in jungen Jahren auch. Oh ja. Dieter Basche, Klaus Steinmetz mit der Batschka. Dann Kurt Bergmann, Formel-V-Teamchef Keimann. Dann Günther Irmscher und ganz rechts ist der Markus Hotz aus der Schweiz mit dem Hörtchen. Und links von Markus Hotz, den hatte ich noch nicht erwähnt, ist der Rüdiger Pfalz. Okay, auch BMW. Einen kenne ich nicht, nämlich der mit der Bommelmütz ganz rechts außen noch in der oberen Reihe. Den kenne ich leider nicht. Ne? Okay. Aber ist doch immerhin schon mal was, dass ich sie fast alle zusammengebracht habe. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist ja schon mal ein Fahrerfeld, oder? Ja, ist übrigens auch beim Akademischen, das waren die ganzen Teamchefs, die da im Rennen gegeneinander angetreten sind. Hauen und stechen, kann ich nur sagen. Das glaube ich. Da gab es welche, die konnten es richtig gut, es gab aber auch welche, die konnten gar nichts. Gell? Die waren wirklich nur Sportchefs und Teamchefs, aber das war grauselig anzusehen, was da alles abgegangen Dieter ist. Dieter Basche war auch ein richtig guter Rennfahrer, ne? Ja, und er war auch BMW-Rennleiter. Also wenn du das überlegst, Bovensieben, gut, über seine Rennfahrerqualitäten kann ich wenig sagen. Siggi Spieß, Spieß Motorsport und toller Rennfahrer. Helmut Hähn, nur Teamchef, weniger guter Rennfahrer. Gerhard Schneider, konnte als Rennfahrer gar nichts. Dann Jochen Nerpasch, beides top. Rennfahrer top, Teamchef top, Sportchef top. Daneben Köppchen, das war auch ein genauso guter Rennfahrer wie Teamchef. Erich Zarkowski, Fahrkünste, naja, da gehe ich jetzt mal locker drüber weg. Dann gehen wir unten hin, Hans-Werner Aufrecht, Rennfahrer, sage ich mal lieber nichts dazu. Okay. Dieter Basche, beides top. Ja. Steinmetz auch beides top. Kurt Bergmann, Autofahrer, naja, Rennfahrer schon gar nicht, aber toller Konstrukteur. Ja. Günther Irmscher, mehr Tuner, Teamchef, alles gut. Markus Hotz, beides. Super V, Schweizer Meister, alles Mögliche, richtig guter Typ. Sportwagen und was du willst. Also der konnte auch wirklich alles. Borac Racing, Chef und Fahrer in Personalunion. Und dahinter der Rüdiger Pfalz, der konnte auch beides. Ja, okay. So, jetzt haben wir sie alle auch von ihren fahrerischen Qualitäten durch. Was lernen wir daraus? Nicht jeder Top-Teamchef und Sportchef ist auch ein guter Rennfahrer. Richtig. So, dann haben wir den nächsten Fall. Das hier ist ein Steinmetz Opel GT 1900. Wir schreiben das Jahr 1972. Das Ganze ist Nürburgring und da sitzt ein etwas desillusionierter Pilot hinten auf dem Heck und überlegt sich, wie das passieren konnte. Nun, der überlegt sich das sehr oft, weil das ist auch oft passiert. Das ist nämlich der Werner Christmann, der hat den Steinmetz viele graue Haare gekostet. Der hat ohnehin wenig auf dem Kopf und die restlichen sind ihm ausgefallen, allein von dem Schrott, den der Christmann gelesen hat. Okay. Das war ein ganz, ganz schneller Pilot, der Werner Christmann. Nur leider Gottes hat es ständig gerumpelt. Ne? Und so sahen dann die Autos aus. Ja, schlecht. Ja, das ist irgendwo am Nürburgring, Streckenabschnitt, könnte Pflanzgarten sein. Ist auch gegen die Fahrtrichtung, wenn ich das irgendwie so richtig mir betrachte. Also das Ding ist wirklich wieder mal zusammengefaltet. So.
Das ist eine der größten Taten des Klaus Steinmetz. Was ist das denn? Von 1974. Eine Riesenkiste, 500 PS, 6 Liter Diplomatmotor, aufgebohrt natürlich. Kosten, wenn du es als Kunde gekauft hast, 120.000 Mark. Das gibt's ja nicht. Das, guck dir mal das Ofenrohr da hinten an, was da aus dem Rad rauskommt. Unglaublich. Und dann diese Heckflosse. Und, also gewonnen hat das Teil relativ wenig, aber es war was fürs Auge. Ja, absolut, absolut. Also das sieht ja fast aus nach Nesca sieht das aus. Das ruft man aus Mainz. Ich bin aber nicht ganz sicher. Irgendeiner hat so ein Ding gekauft. Unglaublich. Ich hab den noch nie gesehen. Ja, kannst du mal sehen, was es hier alles gibt bei mir. Gell? Was du für Perlen rausziehst. Ach, wirklich, ja. Das sieht aus wie so ein altes Nesca-Ding mit diesem riesigen... Also es hat schon was hergemacht, so war majestätisch. Gell? Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das in irgendein Regelwerk reinpasst. Ja, ich weiß nicht, damals gab es ja nun alles Mögliche und irgendwelche Schlupflöcher. Ja. Das ist wohl unter Prototyp gegangen oder unter Sportprototyp oder was weiß ich. Ich weiß es auch nicht mehr. Gefahren ist es auch, aber nie lange. Bist du den mal gefahren? Nein. Nein. Niemals. Gott sei Dank nicht. Nee, also das muss nicht unbedingt ein Vergnügen gewesen sein, das Ding zu bewegen. Ja? Also ich glaube, übersteuern hast du nicht hinbekommen mit den Bremsplanken dahinter. Nee, also das kann man gar nicht vorstellen. Aber das wäre vielleicht mit mir gefahren, aber ich nicht damit. Gewaltig, oder? Gewaltiges Auto. So, und dann müssen wir natürlich Folgendes sagen. Dieser Jumbo, das war 1974. Da waren wir dann aber schon in einem Bereich, wo es dem Klaus nicht mehr gut ging, geschäftlich. Denn wir hatten ja 1973 und 1974 praktisch in Kombination die Energiekrise, Benzinkrise. Und viele Tuner haben in 1974 dann natürlich das dahingehend bemerkt, dass die Aufträge ausgeblieben sind. Es gab Tunerpleiten en masse. Weil es ging nichts mehr weiter. Wir hatten ja dann auch die Geschwindigkeitsbegrenzung und dies und das und jenes. Im Sport stand alles erstmal still. Wer wollte da noch einen Motor getunt haben für einen Motorsport? Die Leute wollten gucken, dass sie überhaupt noch auf der Straße fahren können, dass sie noch zu Veranstaltungen kommen, die es auch nicht mehr gab. Also es stand wirklich alles still. Und im Gefolge dieser Benzinkrise haben also viele Tuner tatsächlich ihren Laden dicht machen müssen. Dazu gehört leider auch dann, gehörte der Klaus Steinmetz. Der ist auch dieser Energiekrise zum Opfer gefallen mit seinem Opel-Tuning-Betrieb, der seinerzeit in Rüsselsheim angesiedelt war. Er hat dann infolge dieser Geschäftsschließung natürlich was Neues machen müssen, hat ein Ingenieurbüro erstmal gegründet für Industrieanlagen. Das blieb ihm anders übrig. Ne? Mhm. Und hat sich damit über Wasser gehalten. Aber er hatte natürlich auch noch seine Jobs bei der ONS und auch vor allem bei der FIA, war er viele Jahre, wie schon anfangs erwähnt, in der Sicherheitskommission. Und er hat sich nach neuen Möglichkeiten umgesehen und eine solche als Sportchef bei Alpha gefunden, in Frankfurt, Alpha Deutschland. Okay. Und dann kam den Herrschaften in den Sinn, dass man jetzt einen Alpha-Sud-Pokal mal macht. Weil es musste ja ein Gegenstück zum Renault-5-Pokal her und zum Golf-Cup. Mhm. Und dann hat man gesagt, jetzt machen wir einen Alpha-Sud-Pokal. Klaus Steinmetz war der Chef dieser Rennserie. Ich will das mal so zusammenfassen. Das hat uns allen viel Freude gemacht, da zu fahren. Aber das Durcheinander war megamäßig. Und dem Klaus ist die ganze Nummer entglitten, weil er es da mit Profis zu tun hatte, plötzlich die um keinen Trick verlegen waren und die wussten, wie man ein Reglement austrickst und die den Klaus an den Rand der Verzweiflung getrieben haben, so will ich es mal formulieren. Ich möchte hier nicht in Einzelheiten mich ergehen, aber es ging drunter und drüber. Reglementsmäßig, entscheidungsmäßig. Und das Ende vom Lied war eigentlich, dass er am liebsten gesehen hätte, wenn die größten Schlitzohren den Cup verlassen hätten, damit Ruhe einkehrt. Also er ist mit dieser Sache nicht zurechtgekommen. Okay, Gerhard Berger ist da auch mitgefahren, ne? Ja, da war aber der Klaus Steinmetz noch nicht beteiligt. Das war Okay. Das war nicht sehr viel früher, das war dann schon, ist schon richtig. Das war aber der Europapokal, mit dem hatte der Klaus Steinmetz gar nichts zu tun. Okay, alles klar. Das haben die Italiener in Eigenregie gemacht und Steinmetz hat in Deutschland den deutschen Cup gemacht. Ja, verstehe, okay. Und das, wie gesagt, führte dann auch pausenlos zu neuen Eklats und zu neuen Diskussionen und Disqualifikationen und wieder reinstallieren ins Klassement und wieder raus und wieder rein, dieselben Leute vorwärts, rückwärts. Also das kannst du dir gar nicht vorstellen, dass ich da abgespielt habe. Okay. Ich sollte natürlich der Fairness am Rande sagen, dass da ich auch mitgefahren bin.
Und zufälligerweise bei diesem Eröffnungsrennen am Salzburgring auch noch in Führung liegen. Was den Klaus Steinmetz sofort dazu bewogen hat, uns zu bitten, den Cup sofort wieder zu verlassen. Ich sage, ja Klaus, was glaubst du eigentlich, warum wir da sind? Ja, eben. Ja, aber das sind ja alles junge Leute. Was wollt ihr denn alten Säcke hier da? Ich habe ja noch den Kollegen Fix mitgebracht. Wir sind ja zu zweit da angetreten. Und weil wir den Klaus ärgern wollten, sind wir auch dann später zu dritt angetreten, haben den Manfred Winkelhock noch engagiert. Ja, der Steinmetz ist ja wahnsinnig geworden. Ja, da gehe ich von aus. Ja. Also es war ein wunderbares Jahr für uns, aber nicht für ihn. Nicht für ihn, so ja, genau. Ja, hier dann eine neue Aufgabe, DMV, Deutscher Motorsportverband. Da ist der Klaus Steinmetz dann 5 Jahre lang Sportpräsident gewesen. Okay. Da hat er seine Sache sehr gut gemacht, hat versucht, den DMV auch im Vergleich zu AVD und zu ADAC irgendwo gut zu positionieren im Sport. Und da hat er sich sehr viel Mühe gegeben und das war etwas, was ihm, glaube ich, auch viel Freude gemacht hat. So, dann habe ich hier noch natürlich die ONS, für die er tätig war, als er vor allem die Rennstreckensicherheit begutachtet hat, war aber auch in der ONS-Sportkommission, wo man also Reglements gebaut hat und Dinge entschieden hat, die eben für den deutschen Motorsport wichtig waren. Hier aber das Emblem der ONS noch, heute steht da DMSB. Ja. Das endete mit der ONS 1997 und dann ab 98 hieß das Ganze DMSB. Ja. Oder Ende 96, ich weiß nicht mehr genau, also 96, 97, irgendwo in dem Dreh hat das dann gewechselt und heute heißt das Deutscher Motorsportbund. Ich muss erstmal einen kurzen Schluck Tee nehmen. Ja, Prost. So, dann natürlich auch bei der FIA in Paris. Auch da hat er an den großen Sitzungen teilgenommen, Rennstreckensicherheit, Technik. Also da war über 20 Jahre in diesem FIA-Gremium drin. Das war dann schon für ihn eine Hausnummer und das hat ihm auch gepasst, weil er hatte auch das Wissen dafür. Mhm. Und hier kommt jetzt so die letzte Station. Die letzte sportliche, motorsportliche Station und Heimat war nämlich die DTM für den Klaus Steinmetz. Und zwar ab 1993 mit dem Einzug von Alpha. Das Alpha-Werksteam kam ja 1993 in die DTM, zunächst mit Larini, Nannini, Francia und ich glaube, der vierte im Bunde war der Christian Danner. Danner, ja, genau. Ja, mit diesen Vieren hat es mal angefangen, es wurden dann immer mehr, es kam auch der Michael Bartels dazu und es kam Fisichella und wie sie alle hießen, die dann da durchgelaufen sind. Und der Klaus Steinmetz hat folgenden Job gehabt. Er war Mittelsmann zwischen Alpha mit seinem perfekten Italienisch und den Kenntnissen auch, den italienischen Kenntnissen insgesamt, Mentalität und Co. Mhm. Mittelsmann zwischen Alpha einerseits, Giorgio Pianta, Sportchef dort, und dem DMSB andererseits in Sachen Reglement und Co. Dazu auch noch zur ITR. Das ist die Dachorganisation der DTM gewesen und das ist sie auch heute noch. Ja. Da hat sich nichts geändert, nur dass der Chef nicht mehr da ist, der Hans-Werner Aufrecht, sondern jetzt der Gerhard Berger. Ja. Das war also Klaus Steinmetzens letzte sportliche Heimat bis einschließlich 1996. In diese Zeit fällt allerdings ein tragischer Vorfall. Der Klaus, ansonsten ein guter Autofahrer, hat einen Unfall auf der Autobahn gehabt bei Aquaplaning. Und da hat es ihn ganz böse gebeutelt. Er hat ihm die Hand fast abgerissen. Die konnte also in einer Not-OP wieder angenäht werden, aber er hatte dann doch mit der Hand eine bleibende Behinderung. Das war nicht mehr so einfach für ihn. Das hätte er um ein Haar gar nicht überlebt, wenn nicht schnell Hilfe gekommen wäre. Er verblutet. Er hat also dieses Alpha-Team in der DTM betreut. Hier haben wir mal eine Aufnahme aus der Truppe von 94. Da sehen wir links Chris Nissen, wir sehen den Christian Danner und den Nicola Larini, oder richtig ausgesprochen Nicola Larini. Okay. Und bei meiner Übertragung damals habe ich ständig Zunder gekriegt von den Alpha-Fans, dass ich den Nicola Larini falsch ausspreche und immer Nicola sagen will, das ging überhaupt nicht, das sei ja ein Damenvornamen und so weiter und so fort. Also Nicola, wie Coca-Cola. Okay, ja, alles so, klar. Und auf der anderen Seite sitzt der Sandro Nannini und in der Mitte steht der großgewachsene Giorgio Francia rechts und ganz rechts, das ist der Buttiero. Nachwuchsmann, den der Giorgio Francia getestet hat für eine Saison.
Diese Leute hat der Klaus Steinmetz betreut. Und ich glaube, er war da ein wirklich wertvolles, wichtiges Bindeglied, in der Tat zwischen dem ganzen großen Alpha-Gedöns und der damaligen ONS bzw. dem DMSB. War noch ONS um diese Zeit, glaube ich. Mhm. Ja, ONS. Das war seine letzte sportliche Heimat. Hier haben wir nochmal das DTM-Emblem als Erinnerung. Und so hat der Klaus Steinmetz dann in seinen letzten Jahren, in denen wir ihn noch lebend gesehen haben, ausgeschaut. Er hat dann auch, wie gesagt, die angesprochene normale Brille. Die Augen sind in Ordnung gebracht worden. Die Haare, die ihm fehlen, das ist eine Geschichte, die die Piloten zu verantworten haben, die seine Autos zertrümmert haben. Du unter anderem. Ja, ganz schön angesprochen. Natürlich hat auch die Energiekrise da ein paar Haare gekostet und die ein oder andere Aufregung auch. Ja, ja. Aber er hatte immer Kontakt zum Sport behalten, nach wie vor. Der Name Steinmetz ist übrigens nochmal irgendwie reaktiviert worden durch die Kohlgruppe in Aachen. Die hat das dann in den 90ern nochmal mit dem Namen Steinmetz reaktiviert und auch unter neuem Namen weitergeführt. Okay. Und ist also wieder deine Opel tunen lassen. Das letzte Bild, was ich von ihm habe und der letzte Auftritt eigentlich auch in der Öffentlichkeit, der fotografisch dokumentiert ist, zumindest was mein Wissen angeht, ist 2006 bei der Motorshow in Essen und zwar bei der Veranstaltung Hallo, wie geht's, die ich mit einigen Freunden immer organisiert habe zum Jahresschluss, das Treffen der Alt-Teamchefs, Alt-Rennfahrer und. Da kamen 200, 300 Leute zusammen, war ein Riesen-Happening immer. Derjenige, der den Klaus da begrüßt, ist der Erich Bitter eindeutig. Mhm. Im Hintergrund steht gerade noch so im Anschnitt der Sohn von Klaus Steinmetz, der Oliver Steinmetz. Ja, okay. Wohnhaft in Luxemburg. Der Klaus hat dieses Treffen sehr genossen, denn ich glaube, es war auch das letzte Mal, dass er dann da war, denn 2009 ist er leider mit 74 Jahren gestorben. Ja, der Klaus, also letztes Mal bei uns zu Gast, da saß er schon im Rollstuhl, glaube ich. Und da ging es ihm schon nicht mehr so gut. Das tut weh, wenn man das so sieht, wenn so die alten Weggefährten, der eine nach dem anderen verschwindet. Ja. Hm. Der Erich Bitter geht jetzt auch stramm auf die 90 zu, übrigens fällt mir gerade ein. Du, ja. Der ist auch um 88 rum oder so. Der ist noch irre fit. Stell dir das mal vor. Ja, und der ist ja immer noch ständig unterwegs. Ja, und der Erich Bitter war damals bei ihm, bei Abarth, einer der Rennfahrer. Der war damals Werksfahrer bei Abarth und ja, genau. Kennt sich aus Abarth-Zeiten, aus den 60er Jahren, das musst du dir mal vorstellen, und sehen sich hier wieder. Schon Wahnsinn, ne? Unglaublich, das sind Momente, wenn du die erlebst, kriegst du Gänsehaut. Ja. Ich war ja da wirklich dabei und habe auch gesehen, wie die Leute sich da begrüßt haben und wie der eine zum anderen sagt, du Mensch, wer bist du denn? Und ich kenne dich irgendwo her. Und da lagen dann 40 Jahre dazwischen. Dann haben die sich gegenseitig vorgestellt, sind sie um den Hals gefallen. Ja. Unglaublich. Das ist unglaublich. Also es ist eigentlich wahnsinnig schade, dass es dieses Meeting nicht mehr gibt. Wir hatten ja Sponsoren dafür, Bilstein, Dunlop und alles Mögliche. Und die Motorpresse in Stuttgart, alle haben sich mitgekümmert, dass das was wird. Aber irgendwann sind die Gelder halt in andere Richtungen geflossen und wir können es ja nicht aus der Hosentasche bezahlen. Also das muss man es leider aufgeben. Nach. Ja. Ja, wie lange ging das? Von 2000 bis 2012, 12 Jahre. Schade, ne? Echt schade. Also, na gut. Ja, wir haben damals angefangen bei der Veranstaltung mit 20 Leuten und haben geendet mit über 300. Stell dir das bitte mal vor. Ja. Ja, ja. Gut, haben meine Frau und ich organisiert über viele Jahre mit weiterer Hilfe von Ehemaligen, die sich dann auch in die Orga mit eingeklinkt haben. Der Markus Lacroix war ein wertvoller Helfer für uns, schon langjähriger Redakteur bei bei Motorsport Aktuell. Und auch der Leopold Wieland, der dann Chefredakteur bei Motorsport Aktuell war, hat das auch noch mit gefördert und auch unterstützt. Aber wenn du keine Unterstützer mehr hast und die Leute dann den Job wechseln oder was weiß ich machen oder keine Sponsoren mehr da sind, musst du es einfach aufgeben. Auch die Messe Essen hat ihren Beitrag dazu geleistet, aber die können das nicht alleine machen. Ja, nee, da brauchst du Partner, mehrere, die was in den Topf tun. Das kostet ja Geld. Die Leute haben was zu essen bekommen. Es musste der Saal angemietet werden. Es mussten die Tickets ausgegeben werden. Das kostet ja alles Geld. Sonst wären die ja gar nicht in die Halle reingekommen. Ja. Und zu trinken wollen sie auch was haben. Ja. Nicht nur Mineralwasser. Ja.
Das stimmt. Die letzten sind, glaube ich, um 2 Uhr immer nachts gegangen. Ja, das gute war Geschichte. Alles, was ich zu Klaus Steinmetz zu sagen habe. Und das Schlussbild soll sein, das Buch über sein Leben, geschrieben von seinem Sohn Oliver, der das gemeinsam gemacht hat mit den Unterlagen, die er hatte von allerlei Journalisten und Kollegen und Fotografen. Das Buch sollte eigentlich, wenn es überhaupt noch zu haben ist, jeder Opel-Fan in seinem Bücherschrank stehen haben. Da steht alles drin, was man zu Opel und Steinmetz wissen sollte. Und ich wollte es eigentlich in die Kamera gehalten haben. Ich wusste ja, dass wir heute Steinmetz machen und ich habe es mir natürlich bestellt. Das Einzige, was ich in die Kamera halten kann, ist der Abholschein von der Post. Ja, herzlichen Glückwunsch. Natürlich wird nicht mehr geklingelt, sondern werden nur noch die Abholscheine reingeworfen. Aber gut, ich hole es nach. Hast du denn wenigstens eins gekriegt? Ja, ich habe eins gekriegt. Aber es ist, wie gesagt, es liegt auf der Post. Ich habe es nicht mehr rechtzeitig abholen können übers Wochenende. Es gibt es tatsächlich nicht mehr neu natürlich, sondern es gibt es nur im Antiquariat. Ja, es ist vergriffen und beschrieben, wie gesagt, Oliver Steinmetz im Verlag Hehl erschienen. Wer also noch was sucht, muss wahrscheinlich antiquarisch sich betätigen und mal gucken, wo er dann noch was findet oder ein Gebrauchtes bei eBay oder sonst wo. Ja, genau. Ja, das war mein Beitrag zu unvergessene Sportchefs in diesem Fall und Rennleiter Klaus Steinmetz. Rainer, ich bin sicher, dass wir ganz richtig damit liegen und du ein goldenes Händchen hattest, denn es gibt so viele Opel-Fans und immer wenn das Wort Opel bei mir fällt, kriege ich unzählige Mails und die Leute lieben einfach die Marke Opel, ne? Du, ja, auch die ich sage immer die Zille-Brüder mit dem Betttuch, die haben auch den Calibra begrüßt. Das waren auch Opel-Fans. Ne? Ja. Wenn ich dir heute sage, dass ich aus den Zahlen der alten DTM weiß, wie die Fanverteilung war, hatte Opel mal ganz, ganz weit vorne die Pole-Position, was die Fans angeht. Ja. Dann kamen als nächstes erstmal die BMW-Fans. Mhm. Und dann kamen die Alpha-Fans. Und ganz zum Schluss kamen die Mercedes-Fans, so war das. Ja. Obwohl Mercedes die erfolgreichste Marke der DTM war. Ja. Aber Fans zu haben, ist eine Geschichte. Erfolg zu haben, ist eine andere. Mhm. Wenn du beides zusammenbringst und dann viele Fans hast, dann bist du richtig gut. Ja, ja, gehört viel dazu, das stimmt. Ja. Manchmal hat man eher ein Herz für die nicht ganz so erfolgreichen Marken. Wir haben ja damals, die DTM hat ja viele Agenturen immer beschäftigt und die Werke haben Agenturen beschäftigt. Die haben ja alles erhoben damals. Fanpotenziale, Sehbeteiligungen, wer guckt, wie alt, was sagt der Braun, wie oft sagt der Opel, wie oft sagt der Alpha, wie oft sagt der Mercedes, wie oft sagt der BMW. Okay. Sie haben ja alles auf die Goldwaage gelegt. Also mir war das ja total Schnuppe. Ich habe sowieso gemacht, was ich wollte. Ich habe nur gesagt, macht wie ihr es für richtig halt, ist mir alles scheißegal. Ja. Ich mache mein Ding und ihr macht euers und dann ist gut. Ja. Und deswegen habe ich auch nie hinterm Berg gehalten mit den Zahlen, die ich kannte, was das Fanpotenzial angeht. Mhm. Da brauchtest du bloß in Hockenheim gucken, wenn Calibra gewonnen hat, wo die Raketen gestiegen sind und wo die Fahnen geschwenkt wurden. Da wusstest du, wer in der Mehrheit ist. Ja, das glaube ich. So sieht's aus. Also, das war's für tolle heute. Tolle Geschichte. Rainer, vielen Dank. Neuer hat Name, neuer gemacht. Kopf in 14 Tagen. Lass mir bin was gespannt. Einfach. Also ich kriege keinen neuen Kopf, aber wir machen einen neuen Kopf, nämlich einen neuen Sportchef, unvergessen. Ob nun lebend oder nicht mehr. Ich will ja auch ein bisschen Ausgewogenheit da reinbringen von den Marken her. Ich kann ja nicht dreimal ineinander BMW machen, sonst heißt es. Ja, für uns wäre es kein Problem. Du kannst hier machen, was du willst. Ja, kannst, darf kannst ich endlich machen, was ich will. Ja. Machen, was du willst. Darfst du hier richtig austoben. Ohne, dass mir irgendjemand sagt, du bist wieder BMW-Knecht, Alpha-Knecht, Opel-Knecht, Mercedes-Knecht. Ich war ja Knecht von allen. Ja, ich weiß. Hier wird nichts erhoben. Hier kannst du einfach frei raus. Gut. Ich wünsche dir was, mein Lieber. Rainer, ich dir viel auch. Viel Erfolg mit deinem neuen Buch. Danke. 75, ich hab's. Ich danke und muss sagen, tolle Arbeit. Du kannst gerne nochmal die Kamera halten. Ja, ich muss es so. Ich habe es hier unter den großen Haufen hier liegen. Wenn du es griffbereit hast, da ist es. Wenn man es bei mir bestellt, gibt es alte Schuleaufkleber obendrauf. Dann bitte. Also ich kann nur sagen, tolle Geschichte. Viele, viele Weggefährten kommen zu Wort. Jean Todt, Timo Bernhard, ja, Christian Geisdörfer hat viele Geschichten. Bis zur neueren Zeit. Ja, genau. Der Herr Basche, der eben hier auch zu Wort kam oder über den wir gesprochen haben, der erzählt auch was. Also auch die Struktur des Buches ist wahnsinnig gut gemacht, übersichtlich. Du kannst alles konsumieren, du siehst große Bilder. Du bist mal für 1-2 Stunden nur Röhre.
Rainer, das ist der Ritterschlag, dass du das sagst. Also vielen Dank. Ja. Aber es ist nicht nur, ich kann das einfach so an den Verlag weitergeben, das Kompliment, denn die haben das Ganze, die haben die ganzen Fotos rausgesucht und die haben das Ganze gestaltet. Nein, und natürlich Kunst, Christian Geisdörfer. Ja, die Kunst, das sage ich dir jetzt mal, der auch mal an die 10 Bücher gemacht hat. Ja. Dieses Buch ist die folgende. Ich gibt gefühlt ja schon 100 Röhrl-Bücher. Mhm. Ja. Dieses Buch ist ein ganz anderes und hebt sich von allen anderen Röhrl-Büchern ab. Das ist etwas ganz Spezielles, Besonderes und was ganz Neues. Ja. Es lohnt sich einfach, da reinzugucken. Rainer, Mensch, also vielen, vielen Dank. Genau das war der Plan, was anderes zu machen, dass eben Weggefährten ihn würdigen und über ihn reden. Und das ist uns scheinbar gelungen. Ich Danke. Kann dir nur zum Schluss sagen, ich wollte es nur durchblättern. Ich habe gesagt, gestern Sonntag, jetzt setz dich mal hin und guck dir das mal im Schnelllauf an. Ja. Soll ich dir sagen, dass es einen ganzen Tag draus geworden ist? Das, so soll das sein. Und ich bin noch lange nicht fertig. Dann, ja, schön. Also, vielen Dank. Mach's gut, bleib gesund, steck dich nicht mit Corona an, pass auf dich auf und auf deine Family. Mach ich. Und ich hoffe, dich in 14 Tagen hier gesund und munter wieder am Gerät zu sehen. Die Hoffnung gebe ich gerne zurück. Grüß deine Frau und deine Tochter. Gerne. Und du mach's auch. Gut. Bleib auch gesund. Bis die Tage. Ciao. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.